der Titel meines Vortrags von Zwiebeln. Ich habe tatsächlich Zwiebeln dabei. Hier in der Box, weil sonst würde mein Koffer jetzt wochenlang nach Zwiebeln riechen. Ich nehme mal jetzt nur die erste raus. Zwiebeln deswegen, ich möchte über Menschen und was ganz Wichtiges der Menschen, über die Kultur sprechen. Und die Zwiebel, es gibt ein Modell für Kultur, das sich Zwiebelmodell nennt. Deswegen die Zwiebel, komme ich gleich drauf zurück. Wir haben heute viel gehört über soziale Systeme, die Polaritäten, sowohl als auch über die Bedeutung der Selbstorganisation, über Kreativität, über verschiedene Aspekte der Kreativität, dass die in einem ausgewogenen Mischungsverhältnis stehen müssen, über das, was Menschen glücklich macht. Und das greife ich tatsächlich alles ein wenig auf. Deswegen lassen Sie uns auf den Mensch schauen und ich möchte Sie einladen, dass Sie alle auch ein bisschen in sich reinschauen. So, noch ein kleiner Einstieg. Das wäre eventuell meine einzigste Folie gewesen, dieser Cartoon, der Herr im karierten Hemd mit seinem Bierkrug und einer mit Krawatte und dem Sektglaserl. Anekdote, 20 Jahre her, ich hier nach München gekommen, in einer großen Münchner bayerischen Firma gearbeitet und habe mein erstes Oktoberfest erlebt. Nun ja, kultureller Clash, also gut. So, ganz offensichtliche kulturelle Differenzen zwischen Norddeutschland und Bayern zu Zeiten des Oktoberfests sind Ihnen alle vertraut. Männer-Frauen-Thematik ist eigentlich jetzt allem im Bewusstsein. Und deswegen will ich jetzt mit Ihnen zusammen genauer hinschauen. Zwiebel. Wenn man die aufschneidet, und je tiefer man reinschneidet, desto mehr tränen die Augen. Das ist eine ganz nette Metapher. Und die habe nicht nur ich mir ausgedacht, sondern auch zwei Psychologen, die ein Zwiebelmodell der Kulturen entworfen haben. Und zwar wirklich, je tiefer man reingeht, desto schmerzhafter wird es. Und ganz außen, in der Schale, haben wir die Symbole, die offensichtlichen Dinge, zum Beispiel die Lederhosen und das Dirndl oder das Fischerhemd, das in Hamburg getragen wird. Ganz eng verwandt sind Symbolen, aber etwas tiefer sind die Rituale angesetzt. Begrüßungsfloskeln, wie verhält man sich, bei welcher Gelegenheit. Wir schneiden noch tiefer rein und kommen zu den Helden. Helden, Vorbilder. Ist eine relativ knifflige Geschichte. Ich bringe mal zwei, drei Beispiele. Amerikaner haben es da leichter, wie wir Deutschen. Ein guter amerikanischer Held ist zum Beispiel Neil Armstrong. Landet auf dem Mond, der Schritt des Kleinen, der große Schritt für die Menschheit, der Pioniergeist, eine Grenze überschreiten. Das sind ganz typische amerikanische gute Eigenschaften, die verkörpert dieser Mann, oder verkörpert er sie, er ist jetzt kürzlich gestorben, das wäre ein amerikanischer Held. Wir in Deutschland haben es schon ein bisschen schwieriger. Was ist ein deutscher Held, wen kann man jetzt uneingeschränkt nennen, wozu alle nicken würden? Wir merken schon, ich sehe so ein bisschen zustimmendes Nicken, sind es die Größen der Wissenschaft, sind es politische Größen? Ja, Goethe hätte durchaus so ein Potenzial. Ja, na, Scherz beiseite, ja, genau, letztendlich sind es alles potenzielle Helden und den Gedanken können wir gleich für nachher mitnehmen. Es muss nicht immer ein Held für alle sein. Es gibt eventuell auch den Aspekt der Subkultur, was für die einen ein hervorragender Held ist, kann für die anderen der Anti-Held sogar sein. So. Jetzt mache ich mal hier weiter. Die zwei Sachen hängen eng zusammen. Die Werte und die Normen.
da bringe ich nochmal eine Anekdote aus meinem früheren Leben. Ich komme ursprünglich aus der Wissenschaft und an unserem Institut hatten wir immer wieder auch Gäste aus Japan. Und einer, der war 2 Jahre bei uns. Und in Japan ist das Kollektiv, die Gruppe, wichtiger wie das Individuum. So, das ist ein japanischer Wert. Punkt. Was dazu führte, der Kollege hatte eine längere Experimentierphase hinter sich. Also wir hatten ein paar Großapparaturen und es gab einen festen Plan, wer darf wann ran. Und er war 2 Wochen an der Apparatur dran, praktisch Tag und Nacht. Hatte sein Feldbett im Labor stehen und war natürlich nach 2 Wochen total übermüdet. Und dann ergab sich, dass wir uns in der Gruppe kurz zusammensetzen wollten, so ein kleines gemeinsames Abendessen. Und wir haben zu ihm gesagt, jo, geh nach Hause, schlaf dich aus. Nein, war für ihn nicht möglich. Eine Veranstaltung der Gruppe geht über das persönliche Wohlbefinden. Er musste an diesem Abendessen teilnehmen. Nach 2 Wochen Experimentierphase, er hat es nicht mal bis zur Suppe geschafft, dann lag er mit dem Kopf auf dem Teller und hat geschnarcht. Wir haben ihn dann wirklich, kein Witz, hochgehoben und rüber ins Labor getragen und auf sein Feldbett gelegt, dass er ausschlafen kann. Ja, er folgte seinen Normen und Werten, wollte sich höflich, kompatibel verhalten und es endete im Prinzip in der Unhöflichkeit, weil in unserem Kulturkreis ist es durchaus unhöflich, in der Gruppe am Tisch einzuschlafen und den Kopf auf dem Teller liegen zu haben. Der Prototyp des interkulturellen Missverständnisses. So, jetzt schneide ich doch noch ganz, 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 ganz tief rein. Die Grundannahmen. Nur der Vollständigkeit halber, da stecken jahrhundertelange geschichtliche, kulturelle Traditionen, religiöse Überzeugungen und sowas drin. Zum Beispiel gibt es eine Vorbestimmung, Karma, Wiederbestimmung, Wiedergeburt, Vorherbestimmung, ja oder nein. Wenn man solche Überzeugungen mit sich trägt oder nicht mit sich trägt, hat es natürlich erhebliche Auswirkungen auf Werte, Normen, Verhaltensmuster und die koppeln dann wieder natürlich zurück auf potenzielle Helden. Wer verhält sich gemäß den Normen? Nochmal zu Neil Armstrong. Die Grenze, der Aufbruch, das Neue entdecken, erobern, das ist amerikanisch. Neil Armstrong verkörpert es, ergo ist er der Held. Symbole, Rituale, Helden, Grundannahmen, Wertenormen. Mensch, Kultur und das Zwiebelmodell. Das habe ich Ihnen jetzt erläutert. Ganz wichtig, Modell. Ein Modell ist eine, und das sage ich jetzt ganz bewusst als Physiker, der ich mal war, in grauer Vorzeit. Einer meiner Professoren hat mal gesagt, das Beste, was die Wissenschaft erreichen kann, ist partielle Isomorphie, das waren jetzt meine Fremdworte, mit der Wirklichkeit. Das heißt, ein Modell, und wenn ich hier von dem Zwiebelmodell spreche, dann sage ich nicht, so ist es. Es ist eine Gedankenstütze, eine Eselsbrücke, mit der man mal, die hilft, mal in sich selber reinzuhorchen. Symbole, Rituale. Ja. Als ich heute Morgen hierher gekommen bin, habe ich gedacht, ja, wie ziehe ich mich an? Mache ich eine Krawatte dran oder nicht? Und dann habe ich eine Krawatte dran gemacht, um auf der sicheren Seite zu sein und jetzt lege ich sie mal ab. Ja. Jeder, Sie können sich alle mal überlegen, was sind so typische Vorbilder für mich? Was ist mir wichtiger? Gruppe oder Individuum, materieller Erfolg oder die Aspekte, die Nadja vorhin aufgeworfen hat, dann sind wir auf der Normen- und Werteebene. Die Grundannahmen lassen wir jetzt mal einfach außen vor.
Da geht es dann echt ans Eingemachte. Also dieses Zwiebelmodell ist eine Eselsbrücke, eine Gedankenstütze, nicht mehr. Ganz wichtig. So. Jetzt ein ganz wichtiger Aspekt, Kulturen. Hoffentlich klappt das jetzt, ja, genau. Ich bin nämlich in der Situation, dass ich nicht in einer Kultur lebe, sondern in mehreren. Ich bin in meiner Familie aufgewachsen, habe dort eine Prägung mitbekommen. Wir haben heute Morgen schon gehört, so entwicklungspsychologisch, aus der Familie raus, in die Gruppe, Meinungen von außen werden wichtig, die Jugendkultur, die Prägung in der Schule, das setzt die Prägung der Gesellschaft ein. Irgendwann bin ich in der Schule, im Studium, ich komme in den Beruf und überall werde ich mit Kultursystemen konfrontiert. Und ich bin nicht immer kompatibel. Mit meinen Kumpels beim Wildwasserpaddeln rede ich anders, habe ich andere Klamotten an und zählen andere Normen und Werte wie in der Firma, in der ich arbeite, oder in dem Projekt, in dem ich arbeite. So. Jetzt schließe ich nämlich einen kleinen. Was mache ich hier? Es gibt ja immer diesen Begriff, der immer wieder mal kommt, die Projektkultur. Und ich sage, jedes Projekt hat seine eigene Kultur. Was passiert in dem Projekt? Wir haben viel von Instabilität und Aufbruch und Neues schaffen gehört. Es werden Menschen zusammengesammelt aus der Organisation, vom Dienstleister, von einem zweiten Dienstleister und die werden hingesetzt, Macht. Und da bringt jeder seine individuelle Kultur mit, die von seiner Heimatfirma, die von seinem Sportverein oder was auch immer. Und die Menschen sollen jetzt plötzlich zusammenarbeiten, Probleme finden, identifizieren, Lösungen finden. Tja, und was passiert jetzt? Aus diesem, die sitzen zusammen, es gibt so etwas Ähnliches wie ein Zwiebelsalat und es kristallisiert sich eine spezifische Projektkultur raus. So. Warum? Dazugehören. Ist heute auch schon gefallen. Dazugehören zu einer Gruppe ist ein elementar, ich würde sogar sagen, das elementarste Grundbedürfnis des Menschen. Den Einsiedler, der allein auf dem Berg sitzt und nur aus Meditation in sich seine Identität findet, das ist eher die Ausnahme. Wir leben alle in Gruppen. Familie, Kollegenkreis, Abteilung, Sportverein, Mannschaft, Chor, weiß der Kuckuck, es sind immer Gruppen. Und immer ist die entscheidende Frage, gehöre ich dazu? Wir könnten jetzt ja ein Spiel machen. Ich sage, alle, die Fußball spielen, gehen in das Eck. Alle, die in ihrer Freizeit das machen, gehen in das Eck. Alle Projektmanager in hier. Dann haben wir schöne Gruppen. Ja? Projekt. Was würde passieren? Wir hätten die Grüppchen im Raum. Und Einzelne würden vielleicht vereinzelt rumstehen. Und wie auf der Party, das ist ein richtig doofes Gefühl. Wenn man allein steht und nicht dazugehört. Jetzt mache ich Sie auf ein Wort aufmerksam. Den Kulturkreis.
Und wie ich schon gesagt habe, es gibt nicht nur einen Kreis, sondern viele Kreise. Und das Bedürfnis von uns Menschen ist, sich zugehörig zu fühlen. Jetzt habe ich fast das Google-Logo gemalt. Das ist was ganz, Google Plus-Logo, das ist was ganz Perfides. Dieses Spielen mit der Zugehörigkeit, wer ist in welchem Kreis, das sichtbar machen, wer ist in welchen Kreisen. Wie viele Follower habe ich und wo werde ich, also das heißt, die Social Media nehmen ganz subtil dieses Grundbedürfnis auf, das Gefühl, ich will dazugehören. So. Und es gibt natürlich echte Win-Win-Situationen. Er hier fühlt sich relativ gut, er gehört zu drei Kreisen dazu. Er gehört wenigstens zu einem großen, er hier ist, oder sie hier sind ganz verloren. So. Er hat eine ganz schlechte Karte, er gehört nirgends dazu, aber möglicherweise geht es auch ihm schlecht. Weil diese drei Kreise vielleicht drei ganz unterschiedliche Zwiebeln haben. Und das mache ich jetzt auch nochmal an ganz banalen Beispielen deutlich. Aus einer Projektsituation. Eine Firma baut ein neues Geschäftsfeld auf, findet sich im Wandel, neue Produktlinien, neue Vertriebskanäle. Eigentlich was völlig Banales, gang und gäbe, ständig passiert. Es müssen mitarbeiten. Leute aus dem Controlling, aus der Unternehmensleitung, externe Berater, ITler, die das umsetzen müssen und. Und dann geht's schon los. Wer läuft mit Schlips rum? Wer hat Karohemd? Wer hat Anzug an? Wer hat Jeans an? Welche Schuhe werden getragen? Symbole und Rituale. Rituale, wie wird auf einen Erfolg angestoßen? Der erste Meilenstein des Projektes ist geschafft. Die einen wollen vielleicht dezent essen gehen und mit einem Glas Sekt anstoßen. Die anderen gehen lieber auf die Wiesen und geben sich richtig einen. Ja, Schmunzel. Wenn diese Sachen nicht geklärt werden, ich will jetzt kein Problem herbeireden. Aber wenn sich ganz banal so eine Projektgruppe nicht auf einen akzeptablen Dresscode einigt und auf ein akzeptables Ritual, wie man feiert, geht der Gruppe was verloren. Die können ihre Meilensteine nicht feiern. Dann kommt nämlich dann machen die einen ihre Teilfeier, trinken ihr Bier und die anderen denken, ja, was soll das? Haben die nichts zu tun? Warum schaffen die nicht? Warum hocken die jetzt hier und trinken Bier? Und die denken, ja, Herrgott nochmal, jetzt hocken die wieder im Casino und schlürfen den Sekt. Sind die was Besseres? Dabei haben wir doch die Arbeit gemacht. Und schon ist ein ganz klassisches Kommunikationsmissverständnis im Raum. Nur weil hierüber keine Einigkeit erzielt wurde. Ich will jetzt nicht sagen, dass man sich jetzt hinsetzen muss, um Erfolgsrituale zu definieren. Aber man muss ein Auge drauf haben, dass sowas passiert. So. Und jetzt sind wir erst hier an der völlig schmerzfreien Schale. Die Augen tränen noch nicht mal. Helden. Über wen macht man Witze und über wen nicht? Die einen finden Bill Gates ganz cool, die anderen Steve Jobs. Ja, auch die gibt's.
Ja. Die gibt's. Ich spreche da im Übrigen, alles, was ich hier so im Nebensatz sage, das sind alles bittere Erfahrungen. Also wenn ich das nicht schon erlebt hätte, dass tatsächlich Kollegen sauer waren, weil man einen Witz über Bill Gates macht. Ja. Es fällt mir schwer, also ich hatte dann die undankbare Rolle, die zwei, die zwingend zusammenarbeiten mussten, die wieder zum Reden zu bringen. Kann manchmal schwierig sein. Normen und Werte. Normen, Werte und Jens, da greife ich noch einen Gedanken von dir auf, Kreativität. Da gibt es ja ganz viele Facetten. Und es muss verhandelt werden, es muss ausbalanciert werden und es muss ausgefochten werden. In der Teamentwicklung kennen Sie vielleicht die Phasenmodelle, die es da gibt. Und da gibt es eine, die Storming-Phase und die Norming-Phase. Da wird nichts anderes gemacht, als dass Normen und Werte verhandelt werden. Und wenn das nicht hinterher im totalen Streit endet, ist da nichts anderes passiert, als dass man sich über Heldenwerte und Normen verständigt hat. Das heißt, jeder Gruppenbildungsprozess, den könnte man auch als Kulturbildungsprozess überschreiben. Wenn Menschen zusammenarbeiten und ich klammer mal die desaströsen Gruppenverläufe aus, die machen nichts anderes, als dass sie sich in Minimalkonsens an Normen, Helden und Werten schaffen. Der kann natürlich temporär sein. Also, solange das Projekt geht und dann löst sich das wieder auf. Das ist zum einen einerseits gut, weil wenn ich in einem Projekt unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, stark unterschiedlichen Kulturkreisen habe, dann können die den Kompromiss, je mehr der Kompromiss von ihrer Wohlfühlzone entfernt ist, desto schlechter kann man das aushalten. Und deswegen ist es auch gut, wenn das begrenzt ist. Aber je näher diese Sachen an den Wohlfühlzonen der Menschen dran sind, desto mehr habe ich eine Chance, dass da wirklich eine hochproduktive Gruppe rauskommt. Und das ist jetzt eine These von mir. Menschen, die sich wohlfühlen, sind glücklicher und tatsächlich kommt auch bei den Projekten mehr dabei raus. So. Und vielleicht wird jetzt auch klar, wir hatten es heute von Seilschaften und sozialen Netzen, ja, 5 Minuten, das passt super. Seilschaften und soziale Netze, die destruktiven Beispiele möchte ich jetzt mal auch außen vor lassen, aber das sind Gebilde, wo sich Menschen eine gemeinsame Kultur geschaffen haben. Und Umwälzungen, die Zwiebeln zerschneiden, die tun richtig weh. Also daher rührt auch dieses Beharrungsvermögen dieser Netze. Es sind Komfortzonen. Und es sind keine Blabla-Komfortzonen. Weil, jetzt komme ich zurück zu dem Bildchen. Entschuldigung. Wenn die Kreise zerstört werden, fühlt sich keiner mehr zugehörig. Und das geht richtig ans Eingemachte. Deswegen mein Plädoyer, gebt den Menschen die Chance, sich auch Kulturen zu schaffen. Im Projekt und in den Firmen.
Behalten, nehmen Sie es als Gedanken mit, behalten Sie dieses im Auge, dass sich die Menschen auf einen Minimalkonsens hier verständigen dürfen. In vielen Unternehmen, das habe ich leider schon so erlebt, dürfen die Menschen das nicht. Und wenn man das zulässt, dann begibt man sich schon fast automatisch auf den Weg der Selbstorganisation und in, ja, und das ist meine Überzeugung, der Kapitalismus, das ist jetzt wirklich interpretative, meine Überzeugung, der Taylorismus und der Kapitalismus haben da viel kaputt gemacht, was wieder erlernt und wieder aufgebaut werden muss. Und das wünsche ich uns eigentlich für die Zukunft. Und das ist mein persönliches Pray to Post. Lasst uns mehr wieder auf die Menschen und die möglichen Kulturen schauen. Ich bedanke mich.